Ich habe probiert, mir zwei neue Controller-Apps, Plugins runterzuladen, damit ich nicht mehr die Disconnect-Probleme habe. Beide funktionieren nicht. Das heißt, für Back to Square One. Wieder zurück zum Anfang. Wir kommen übrigens zurück. Wir gehen uns Crony holen. Aber ja, die Controller-Probleme werden wahrscheinlich weitergehen. Danke, dass du es bestätigst, Controller. Was für ein Timing. Was für ein Timing. Ich hasse dich. Ja. Mein Leiden geht weiter. Ja, es liegt auf jeden Fall an dem Plugin, das die Ausfälle gibt. Bei DS4 heißt das Zeug. Bei Steam Hub, wo Rocket League und Outriders funktioniert, habe ich nicht diese Probleme. Aber mit Elex 1 und 2, die ja nicht wirklich den Controller-Support da haben. Ich wechsle mal Controller. Vielleicht ist das die ultimative Lösung. Nein? Okay, er geht. Er geht, wenn dann. Auf. Boah, nein, er dreht automatisch. Der Controller ist noch mehr kaputt. Wow. Ach. Oh je. Oh je. Oh. Ich glaube, ich sollte mir einfach einen PS5-Controller kaufen und hoffen, dass mit dem dann besser läuft. Oh boy. Oh, Cutscene. My Hey, boy. Crony, du solltest besser nicht alleine darunter gehen. Ah. Commander, Analyse der Überlebenswahrscheinlichkeit aufgrund des Angriffs der fremden Individuen sehr niedrig. Ja, mein Freund, freut mich auch, dich zu sehen. Es waren viele Tage keine Lebenszeichen des Commanders auf den Sensoren zu verzeichnen. Ja, ich weiß, das war knapp. Frage: Erklärung der Abwesenheit? Diese bizarren Biester haben mich gejagt und ich war lange bewusstlos. Empfehle Rekalibrierung. Alphauptquartier in Ignaton. Mir geht's gut, Crony. Danke. Beginne Analyse der Erfolgschancen einer möglichen Wiedereroberung verlorener Territorien. Du hast die Gegend hier ja schon ein paar Tage beobachtet. Wie beurteilst du die Lage? Kürzliche Kampfhandlungen am Weltenherz der Berserker mit einigen Vandalen der Morkons. Spähtruppen der fremden Invasoren gesichtet. Frage: Brauche mehr Informationen über die fremden Invasoren? Ja, ich auch. Vermutlich weiß ich in Grundzügen schon, wer sie sind. Sie sind ganz offensichtlich diejenigen, auf die wir all die Jahre gewartet haben. Die Wissenden. Ein hochentwickeltes Volk, das in irgendeiner Beziehung zum Ursprung des Elex steht und das uns Probleme machen wird, wenn wir nicht dagegen vorgehen. Niemand hat meine Warnungen vor den Wissenden bisher so richtig ernst genommen. Die Menschen hatten eher ihren eigenen Vorteil und ihre territorialen Kleinkriege im Sinn, als sich um das große Ganze zu sorgen. Aber was hilft das Lamentieren? Jetzt sind sie hier und wir sind leider ziemlich schlecht darauf vorbereitet. Empfehle strategischen Rückzug. Nur nichts überstürzen. Ein wenig Zeit haben wir hoffentlich noch. Sehen wir erstmal zu, dass wir heil aus der Sache hier rauskommen. Positiv. Mein Maschinenteam habe ich hinter mir. Ja, Commander Sharks, Commander Shepard, überall der gleiche Schwachsinn. Wir müssen uns erst einmal neu orientieren, bevor wir wissen, womit wir es hier genau zu tun haben. Scan der Umgebung ergab eine Vielzahl neuer Bedrohungen. Ja, die Fremden haben ordentlich gewütet. Besser, wir sind vorsichtig. Analyse. Commander verfügt über unzureichende Bewaffnung. Empfehle Wiederaufnahme gelagerter Ausrüstung. Das können wir vergessen. Dieses Scheißding ist quasi auf meinem Haus gelandet und hat alles unter sich begraben. Beginne Berechnung Alternativoptionen. Ich fürchte, wir müssen bei der Beschaffung ordentlicher Bewaffnung wieder ganz von vorne anfangen. Aber vielleicht fällt dir ja etwas Brauchbares ein. Wann warst du das letzte Mal im Hauptquartier der Alps und hast dich durchchecken lassen?
Letzte Wartung im Depot vor 76 Tagen, 23 Stunden und 25 Sekunden. Oh, stimmt. Wir waren in letzter Zeit nicht sehr häufig bei den Alps in Ignadon, nicht wahr? Ich bin eben kein Robot-Experte. Ich war meist eher ein Kämpfer als ein Techniker. Positiv. Bester Kumpel, wenn's nicht weiß, du bist dich krank. Oh. Screenshake. Oh, der hat Mustertyp. Wer ist denn das? Wie auch immer, dein zuständiger Techniker im Depot sollte mal einen Blick auf deine Systeme werfen. Es kommen turbulente Zeiten auf uns zu. Irgendeine Fehlfunktion können wir uns jetzt nicht leisten. Nächste Wartung, Depot Ignadon. Zum nächstmöglichen Termin vermerkt, Commander. Gut. Wie sieht's aus? Bist du einsatzbereit? Letzte Selbstanalyse ergab keine nennenswerten Störungen. Wenigstens etwas. Hast du mich vermisst? Überlebenswahrscheinlichkeit des Commanders 0,3%. Das kennen wir schon. Na gut. Am besten du schließt einfach wieder auf. Es gibt viel zu tun. Ich brauche dich als zentrale Datensammelstelle und Speer gegen die Fremden. Wir treffen uns in der Bastion im Norden, falls wir wieder getrennt werden. Positiv. Und weiter. Hm. Oh, okay. Was ist hier drüben? Das schaut interessant aus. Schauen wir mal, ob wir irgendwo was Fettes finden. Wow, mein Controller. Wo bin ich jetzt? Ich habe komplette Übersicht verloren. Das bin ich. Habe ich zur Bastion rüber geschaut? Ich habe zur Bastion rüber geschaut, oder? Hier. Gibt es hier nichts Neues in der Gegend? Schaut nicht so aus. Ich bin ziemlich weit hier unten. Okay, was haben wir als Nebenquest? Oh, der Controller ist ja noch schlechter. Rohes Fleisch, 10 Stück rohes Fleisch, das werden wir doch irgendwo finden. Oh, Hank. Nein. Skipo, geschriebenes. Oh, damn. Das ist weit entfernt. Ja, da gehen wir doch hin. Von wo aus? Von da unten aus. Back to Bastion. Oh. Ich hätte ja das Krone mitzunehmen, aber ich muss die Frank-Mission nochmal weiterschaffen. Das wird jetzt ja ein breiter Weg. Ein echt breiter Weg. Komm schon, Frank. Gibt's doch sicher ein paar Kröten, die uns wieder killen. Instant. Die lass mal leben, die brauchen wir ja. Sind keine Ratten, müssen nicht sterben. Meinen Sohn ignorieren wir schön. Wenn die paar Honigblüte. Honigblüten sammeln. Okay, Raptor-Fights werden gleich kommen. Ich sehe es schon. Oder diese Spinne hier, die mich wieder one-shottet. Okay. Ich habe zu wenig Pfeile hier. Gut zu bolzen. Knapp. Komm schon, Mann. Oh wow, what the hell? Was war das für eine Taktik? Auf den Boden mit dem Ding. Okay. Ich habe das Schwert letztens ein paar Mal abgekriegt.
Das heißt, mein Schwert ist jetzt stärker. Also nicht mein Schwert abgegradet, sondern mein Schwertkönnen. Mein Können mit dem Schwert wurde abgegradet. Okay. Dann die erste Spinne ist tot, dann können wir mal weiter rennen. Der Controller hat ein paar Eingabeprobleme. Es gibt keinen guten Controller für mich anscheinend. Wenn der auch so welche Disconnect-Probleme hat, wird der wahrscheinlich auch gleich ausgetauscht. Nette Hütte. Ich sehe Loot aber. Nicht die Pflanze. Ist aber doch was. Ein Löffel. Knoblauchbrot. Lassen die Della kann ich nicht mitnehmen. Symbol von Ravak. Muss der Gott von den Morkons sein. Ravi. Bei der näheren Grotte war ich auch noch nicht. Das ist ein Viech, das wir bekämpfen können. Mal schauen, hier ist Loot. Eine Lampe gefunden. Ich will doch nur den Energy Drink. Wo ist das fliegende Viechchen? Da drüben. Ja. Egal. Oh, der Controller ist langsam. Das nehmen wir uns. Dieses Snare. Liegt genau auf dem Weg. Wenn wir es wohl treffen werden. Nein, werden wir nicht. Hast du nichts zum Schießen, Frank? Dann geht doch. Holen wir uns das rohe Stück Fleisch. Gibt's wahrscheinlich Hammer-Decks von dem Viech. Eieiei. Mist. Ja, Gott sei Dank habe ich so viel Bolzen. Das ist die einzige Attacke, die das Ding hat. Wenn es so ausschaut, dann ist das doch easy Loot. Also, dass es direkt über mir schwebt. Oh, komm schon, was ist denn das? Kann er nicht mal so hochziehen. Oh, ey. Das war jetzt unnötig. Oh, nein, was war das? Nein, die Waffe. Die Waffe wollten wir nicht. Ja, jetzt habe ich einen zweiten Fighter noch dazu bekommen. Das könnte ein Deathloop sein. Da speichern wir besser. Okay, jetzt erst den Raptor, dann das fliegende Drecksding. Okay, doch. Ah, wirklich? Will ich nicht noch ein paar Monster anlocken? Wo ist das fliegende Drecksfing hin? Nein, das ist was anderes. Ist zurückgeflogen. Hat es wieder Leben vollbekommen? Nein. Wäre cool, wenn die auch landen würden. Weil treffen tun sie eh nicht. Nee, sag nur. Ach komm, triff mal Frank. Mach's weg. Mach's ich halt weg. Die kleinen nervigen Drachen. Habe ich genug Fleisch jetzt? Nein. Okay. Das schaut fett aus. Ey, der Reporter. Sehr gut, die brauchen wir. Raptoren gibt wieder Hähnchenfleisch. Darf ich die Armbrust auszurüsten? Ah, wir machen schon gut Schaden. Ah, das ist ein bisschen nutzlos. Blub, 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 blub.
Okay, ich will das Fleisch endlich fertig bekommen. Ich muss auch mal treffen dafür. Oh, Gott sei Dank fliegt durch Bucke, das in diesem Spiel nicht so schnell wie im alten. Das schaffe ich doch so auch. Jetzt fliegt es natürlich hoch wieder. Okay, doch. Okay. Was haben wir hier vor mir? Fette Loot. Hier ist Loot drinnen. Das Button ist Geflügelfleisch. Auch nicht das Fleisch, was Frank haben will. Das schaut doch nach einer fetten Blutzone aus. Können wir mal die Waggons zuerst checken. Was, wie lange war das die so Halbwertszeit einer solchen Fabrik wohl unter normalen Umständen war? Es gibt keine Normalität. Nicht mehr. Du meinst, die Antwort auf meine Frage ist unmöglich zu bestimmen? Nein, aber zerbrich dir lieber über sinnvollere Dinge den Kopf. Wie, wo ist mein Fleisch? Da lauert doch sicher irgendwas drinnen. Ist das riesig? Keine Gegner. Wo sind sie denn? Okay, dann wird halt zu Tode pilotet. Hubert hat angerufen. Ich werde keinen Ersatz finden. Nicht für Hubi. Nein, nein. Gut. Irgendwas Interessantes? Mein Fight? Wo ist mein Fight? Ich will doch nur einen epischen Fight. Ohne Krokodil. Beile, sehr geil. Hast du noch was Interessantes zu erzählen, Mr. Frank? Ob Kroni was Interessantes zu erzählen hätte? Wow, okay, okay. Relax mal. Ist das fett hier? Im alten Spiel wäre das voller Ripper gewesen. So wie das ausschaut. So ein Loot-System wie in Dying Light oder Horizon wäre auch klasse mit der Batman Vision. Das war ja unspektakulär. Warum fliege ich hier drin so schwer? Mist. Dann nehmen wir halt die Stiege. Da war doch eine Stiege. Seht ihr das? Das gibt's doch nicht. Ist hier No-Fly-Zone? Und wo sind die ganzen Gegner? Keine Ripper für mich. Auch keine Loot, wie es ausschaut. Ah, was war das? Briefe. Sicherheitswarnung. Schön, schön, dass du fliegen kannst. Hier geht's zurück. Warum leckt das hier ein bisschen stärker? Ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich darauf fliegen will. Komm schon, kletter! Kletter rauf! Okay. Habe ich Treibstoffprobleme einfach? Verdammt, ist das riesig. Ah, ich habe nicht das Gefühl, dass da... Mist. Ah, das ist wenn dann mein Kampf. Meine Höhe. Willst du nicht runterspringen, da komme ich nie mehr rauf. Ich sehe jetzt auch nicht wirklich so fette Loot. Komm schon, da ist wieder ein Viech, glaube ich. Irgendwas habe ich fliegen gesehen.
Nee. Ist hier wirklich nichts? Hat sich das wirklich nicht ausgezahlt jetzt? Well, that sucks. Das ist nicht, was ich will. Die Loot Black Balls, Blue Balls. Egal was für Bälle. Gegnerz? Auch nicht. Und warum ist das so verdammt ruhig hier? Ah, da ist was. Oh, nein! Ja, aber nicht der Gegner, den wir wollen. Okay, ich mach schon mehr Schaden. Ist gut, ist gut. Jetzt können wir die Drachen. Das Drachenviech auch erledigen. Solange es sich nicht wieder eingräbt. Es gräbt sich ein. Warum sage ich was? Okay. Komm, zerlege es, Frank. Yes! Okay, okay, wir sind endlich mal stark. Wir haben Stärke. Die können wir noch gleich weiter upgraden. Ich muss mir erst schauen, was ich brauchen werde. Ein bisschen Mini-Loot. Hier liegt doch eh nur Loot rum, oder? Schaffe ich den Sprung? Und wieso? Okay. Ich glaube, in Elex 1 hat es eine Alpfähigkeit gegeben, Objektsicht. Ich habe gar nicht geschaut, ob ich das hier auch gefunden habe. Ich meine, man sieht die Lote leichter in diesem Spiel. Rot Money? Kanonen Money. Auch nicht schlecht. Wenn ich mir die dann freischalte, haben wir dann mal wieder was zum Explodieren. Was ja ziemlich guter Stun-Effekt auf Gegner gibt. Ich kann mich an Elex 1 erinnern. Flammenwerfer Alps in meiner vorletzten oder letzten Episode. Die haben mir ziemlich auf die Nuss gegeben. Da habe ich ziemlich kassiert. Schwer verschlossen. Ich bin nicht gut genug. Natürlich nicht. So dumm für Drühenhecken. Kann man nichts machen. Außer rein skillen halt, aber Beile wichtiger als. Da ich ziemlich viel auf Kampfskille, was sich jetzt auch schon ziemlich gut ausgezahlt hat. Damit bin ich auch ziemlich zufrieden, da ich jetzt auch die, wie haben sie geheißen, Krokodilklauen, nicht Todeskrallen, irgendwas mit Klauen halt, die kleinen Krokodilviecher zerlegen kann. Ist es das schon wert? Vielleicht bin ich einfach zu schwer zum Fliegen. Ich habe noch nicht geschaut, ob es ein Weight Limit gibt. Irgendwie fällt das Viech wieder. Mal schauen, ob es zu mir raufkommt. Waffe. Reitaxt. Geht so mit da. Okay, den Sprung. Den schauen wir, ob wir schaffen. Yes. Wir haben uns das Knoblauchbrot verdient. Ich glaube, den Fight gönne ich mir dann noch. Dann ist die Episode vorbei. Mal weiter looten. Mal eine Runde schlafen gehen. Ah, wechselte Langschläfer. Weiter. Ja. Das ist doch sicher irgendwo ein Brot. Ich bin nicht gut genug. Egal. Wir haben eine gute Loot. Wir finden immer. Was war das? Deftige Kartoffelpfanne. Oh, klingt eigentlich ziemlich geil. Deftig durchgebraten. Ah, da ist der nächste Fight. Okay, was haben wir hier noch? Das ist, oh, nein, zurück. Da ist Frank. Mir ist vorgekommen, ich habe drüben was rumklitschen sehen.
Dino! Yay! Da sind wieder alle happy. Plastikflaschen. Sehr schön. Können wir entsorgen. Ich bin nicht gut genug. Gott sei Dank. Ich will ja nicht zecken. Na schau, da ist die Überloot. Notruf an die 722, das ist kein Code dann. Bin mir sicher, das Krokodil drüben hat den Boot. War da nicht den Ausgang? Nein. Okay, Krokodil-Fight und dann Raptor-Fight. Da ist so viel Loot. Das ist gut. Kämpfen wir gegen die Höllenbrut da unten. Wo ist es? Da ist es. Schaffe ich es da über den Mini-Zaun? Nein, schaffe ich nicht. Wo ist das Ding? Treffer. Drachenechse. Wo rennst du hin? Gibt es da drüben einen Eingang? Was ist das? Ist das ein... Wie heißen die Dinger? Häscher? Das soll ich da. Ich bin direkt hinter dir. Okay. Sind die sich gegenseitig freundlich gestimmt? Oh, ich glaube... Oh! High Ground. Wow, er klitscht einfach rein. Mach weg den Dimpen. Oh. Natürlich haben wir da jetzt den Mega-Fight. Uff. Und dann ist das Krokodil vorsichtig und wartet ab für mich. Oder es klitscht einfach nur, kann auch sein. Kommt schon einen noch. Ja. Was für ein Bro. Hat abgewartet. Und schon Frank. Dann glaube ich gespeichert. Mein Kopf. Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Nice. Oh, guter Kampf, guter Kampf. Gute Arbeit, Team. Schaut nicht gut aus. Der kleine Zombie da. Wo habe ich den anderen gekillt? Ja. So, das schaut nach einem Loot-Turm aus. Wenn er sich entscheidet, darauf zu fliegen. Ich glaube nicht, dass er darauf fliegen will. Nein, das wird nichts. Ja, wie weit sind wir drin? Episode vorbei. Bis zur nächsten.